Guten Tag. Hallo, guten Tag. Bin ich da mit Herrn Lipp? Ja. Sie zu erreichen, so wäre ich am Apparat. Ich rufe Sie gerade vom Bitcoin-System und ich wollte Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Wissen Sie, was Online-Handel ist? Toll, ja, bei Amazon kann man was kaufen, aber im Online-Handel. Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute haben wir wieder ein Gespräch mit einer netten Quietschestimme am Apparat. Die nette Lady möchte uns mal, wie so oft, ein Trading-Produkt verkaufen. Also irgendwelche hochspekulativen Geschichten am Finanzmarkt. Mit dem Unterschied, dass die hier nicht vom Finanzmarkt anruft, sondern von irgendeinem skrupellosen Betrügerunternehmen, die uns das Geld nur aus der Tasche ziehen, aber das Geld, was ihr dort investiert, nicht investiert, sondern einfach nur denen in den Hals werft. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, was wir da für Menschen am Telefon haben. Wie bitte? Ich habe Ihnen abgehört gehört. Na, Amazon ist doch Onlinehandel. Also online, also wir machen zu dieser Zeit eine Kampagne über Onlinehandel. Also Onlinehandel hat zu tun mit verschiedenen Investitionen in der Börse, in die Finanzinstrumenten wie zum Beispiel Aktien, Indizien, Kryptowährungen, Rohstoffe oder Währungen. Haben Sie bestimmt darüber gehört, oder? Dabei ist doch was anderes. Onlinehandel ist Amazon. Aber nee, das ist etwas anderes. Also Onlinehandel, also Amazon, es ist eine von denen, was ich Ihnen vorher gesagt habe. Ja, genau. Amazon ist ein Onlinehandel, aber es geht nicht immer um Amazon. Da gibt es auch verschiedene Finanzinstrumente, wie ich Ihnen gesagt habe. Zum Beispiel bei dem Rohstoffe. Bei dem Rohstoffe ist es Öl zum Beispiel und ist sehr profitabel. Wissen Sie wieso? Weil, wie Sie bestimmt gemerkt haben, die Ölpreise sind sehr hoch gestiegen. Ne? Sie haben es bestimmt gesehen, oder? Das ist nicht eine gute Sache für unser tägliches Leben, für unsere Taschen, aber in der Börse, wir nutzen diese Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Wie machen wir das? Also, wir kaufen mit einem niedrigen Preis und danach wir verkaufen mit einem in einem teuren Preis und so kann man auch Geld davon profitieren. Wir machen diese Kampagne zu dieser Zeit, weil wir, wie Sie es ja schon wissen, wir haben den Winter von uns und die Energiequellen, also wir werden heizen und der Preis wird es hochsteigen im Winter natürlich. Und also alles, was uns die nette Lady hier so erzählt, ist natürlich mal wieder an den Haaren herbeigezogen. Also sie will uns jetzt sagen, die Energiepreise steigen, weil wir jetzt Energie verbrauchen. Aha, also es ist irgendwie interessant. War da nicht irgendwas mit Spekulationen am Börsenmarkt, wo die Preise herkommen? Das hat nichts mit dem Verbrauch zu tun. Das hat einfach nur was mit Spekulation zu tun. Und da sollen wir jetzt investieren. Das heißt, das eigentlich sowieso schon schlechte Produkt will sie jetzt hier schmackhaft machen. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Menschen, die am Handelsmarkt ihr Geld investieren. Das ist soweit erstmal richtig. Das Problem ist, was sie hier eben verschweigt, dass sie das Geld, was wir dort überweisen werden, ja, nicht einem Handelsmarkt investieren, sondern lediglich in die Tasche des Betrügers. Mehr passiert mit dem Geld am Ende da, bei dieser Firma definitiv nicht. Wir versuchen es jetzt zu kaufen in einem niedrigen Preis und dann im Winter teuer zu verkaufen und so etwas Geld zu verdienen. Ne? Und am Ende, sie werden gar nichts verlieren, ja, weil... Das ist ja widerlich. Wie bitte? Das ist ja widerlich. Wieso denn? Weil sich da auch noch an der Korruption beteiligen. Wie in der Korruption? Nein. Naja, die Preise nach oben steigen lassen, das ist ja widerlich. Nein, also das hat nichts zu tun mit Ihnen. Also Sie werden diesen Preis nicht hochsteigen, aber ja, der aber Markt bewegt... Ja, aber das haben Sie doch gerade gesagt, dass ich das der Markt soll und dann teuer verkaufen soll. Und das ist widerlich. Eigentlich, der Markt bewegt sich von selber an, weil wir befinden sich jetzt in einer Krise. Alleine bewegt ne? sich doch da gar nichts. Es bewegt sich doch nur, weil es da ganz viele widerliche Menschen gibt, die da investieren. Nein, Sie sind da falsch darüber informiert, weil wir befinden sich jetzt in einer Krise. Wir befinden jetzt in einer Krise, ne? Und immer wenn es Krisen gibt, der Wo Markt einer Sinne. Haben Sie die Krise?
So. Bei ihnen kriege ich wirklich die Krise bei den Lügen. Wir haben eine sehr große Inflation. Ich glaube, Sie haben darüber gehört. Die Lebensmittelpreise sind sehr hoch gestiegen, ne? Wir machen diese Kampagne aus. Ja, aber mit der Inflation haben ja die Lebensmittel nichts zu tun. So, das hat zu tun. Nee, die Lebensmittel haben ja mit einer Inflation nichts zu tun. Also, Sie sind da ganz falsch. Also, lassen Sie mich Ihnen... Das, was Sie da erzählen, ist ja eine absolute Katastrophe. Was für eine Katastrophe? Können Sie mir das erklären? Was Sie da erzählen? Also ich finde es auch tatsächlich sehr, sehr beeindruckend, dass die Betrüger sich an absolut jede gesellschaftliche Situation sofort anpassen. Bei Corona waren die Betrüger sofort mit ihrem Skript up to date. Bei irgendwelchen Ölsachen waren sie mit ihrem Skript up to date. Genauso wie mit dem Ukraine-Gedöns. Jedes Mal versuchen sie irgendwie einen Aufhänger zu finden, worüber sie gleich an euer Geld kommen können. Tja, nur weil sie jetzt irgendwas über eine aktuelle Situation schildern. Was vielleicht nicht mal so stimmt, wie sie es einfach hinkotzen ins Telefon. Die nutzen alles aus, um irgendwie an euer Geld zu kommen. Egal, ob da irgendein Sinn dahinter steckt, Falschinformationen oder einfach nur Blödsinn erzählt wird. Es geht lediglich nur darum, dass ihr das Geld überweist. Und das versuchen die hier mit allen Mitteln und Methoden. Und der ein oder andere Betrüger versucht es tatsächlich sogar ein bisschen länger und legt nicht gleich auf. In der Regel wird ja ziemlich schnell aufgelegt, wenn man merkt, also wenn der Betrüger merkt, dass er hier nichts mehr verkaufen wird. Aber naja, es gibt halt auch viele Betrüger, die bleiben ziemlich lange am Telefon und versuchen den Kunden noch irgendwie umzustimmen und zu überreden. Und genau das ist dann auch tatsächlich das Gefährliche an der ganzen Geschichte. Sobald da jemand länger am Telefon bleibt und versucht, den Kunden irgendwie noch zurückzuholen und ja irgendwo abzuholen, um ihm das Geld aus der Tasche zu leiern, ja, das ist halt tatsächlich dann das Schlimme an der Geschichte, weil hier der ein oder andere vielleicht ein sinnvolles Argument findet in dem, was der Betrüger sagt. Ja, und schon ist das Geld weg am Ende. Was erzähle ich hier? Also, nein, das was die hier machen... was mit der Inflation zu tun haben, das stimmt ja gar nicht. Doch, das stimmt. Inflation hat mit Geldentwertung zu tun, aber nicht mit Lebensmitteln. Ja, mit Geld. Aber mit Geld, wir kaufen auch die Lebensmittel und ja, aber sie die leben Lebensmittel halt von haben Geld. Ja dann nichts mit der Inflation zu tun. Also Sie haben es bestimmt gemerkt, wie die Preise hochgestiegen sind. Die Ölpreise haben Sie bestimmt gehört, ne? Ja, das habe ich, hab ich nicht nur gehört, das habe ich auch gesehen. Aber was ich viel mehr bemerke, ist, dass Sie hier die Leute bescheißen wollen. Also, das ist etwas, das wir nicht umsonst machen, ne? Also, wir machen das, weil das ist profitabel zu dieser Zeit. Wir haben diese Sache auch in der Corona-Zeit gemacht, wo wir eine Krise hätten in der Corona-Zeit. Und Leute haben vorher mehr Profite erschafft als vorher. Und deswegen, wir machen das nochmal, weil, naja, wir befinden uns jetzt in einer Krise. Deswegen wollen Sie das machen. Wie bitte? Weil Sie geldgierig sind, wollen Sie das machen. Nein, denn ich werde also, nicht... Warum denn sonst? Ja, warum denn sonst? Ja, ich erkläre Ihnen das auch. Also, wir machen diese Kampagne, um Kunden zu haben, ne? Und was wir brauchen, ist langfristige Kunden. Um langfristige Kunden zu haben, muss man auch Profite für die Kunden erschaffen. Ja, nur, dass Sie hier keine langfristigen Kunden suchen. Tja, das ist halt tatsächlich das Problem. Nur weil einer etwas sagt und es immer wieder wiederholt, wird es noch lange nicht zur Wahrheit, auch wenn man die Lüge immer und immer wiederholt. Das Schlimme ist, umso öfters man eine Lüge wiederholt, umso eher glauben Menschen, dass es dann tatsächlich doch die Wahrheit ist. Vielleicht nicht in diesem kurzen Gespräch hier. Aber wenn man euch immer wieder eintrichtert, dass das so und so ist, dann glaubt man das irgendwann. Auch wenn es nachher am Ende doch nicht stimmt. Das Problem ist, dass die hier wirklich versucht, viele Argumente zu finden. Und das ist tatsächlich auch mal für einen Betrüger was Neues. Normalerweise, ja, werden die dann ziemlich schnell ausfallend und beleidigend, wenn man sich ja hier zu erkennen gibt, dass man das Ganze irgendwie durchschaut hat. Aber schauen wir mal, was die nette Tante sich hier noch alles einfallen lässt, denn das Gespräch ist hier tatsächlich noch lange nicht zu Ende. Und so, die Erfolgsrate an der Markt steigt bei uns und das ist unsere Profitierung halt. Also ja, das ist eine gegenseitige Interesse. Wäre, ja. Viel schöner wäre, wenn man sowas gar nicht erst macht, dann würden ja die Preise gar nicht steigen.
Aber das hat ja nichts zu tun mit uns, sondern mit etwas anderes. Also das macht der Welt nicht uns. Also ach, und die Weltkugel ist dann die böse Kugel. Oder die Weltpizza. Ja, genau. Also also leben wir auf einer bösen Kugel oder einer bösen Scheibe. Je nachdem, aus welchem Blickwinkel man das betrachtet. Wie bitte? Was? Ich habe Ihnen nicht gehört. Können Sie das bitte nochmal wiederholen? Na, kommt auf den Blickwinkel darauf an. Man muss ja alle Sichtweisen akzeptieren. Von daher kann ja sein, dass eine Kugel ist oder eine Pizza oder ein Erdhügel oder weiß ich nicht. Was denken Sie, Sister? Na, was ich denke, habe ich ja gesagt. Was haben Sie gesagt? Wörter habe ich gesagt, ganz viele. Wie bitte? Ich habe ganz viele Wörter gesagt. Ich mag viele Wörter. Wenn ich viel rede, dann kommen da viele Wörter bei raus. Und dann habe ich viel gesagt. Ja, dann, okay, alles klar. Dann, haben Sie mich bis jetzt verstanden? Haben Sie irgendwelche Fragen? Fragen habe ich nicht, aber verstanden habe ich sie auch, ja. Okay, denn sehr schön, das freut mich ja auch. Und haben Sie mal schon gehandelt? Bei eBay habe ich mal gehandelt, ja. Bei dem eBay? Ja, da habe ich meine Schlüpfer reingestellt. Ach so, ganz schön, dann ja. Das ist sehr schön. Und haben Sie davon eine gute oder schlechte Erfahrung gehabt? Da bist du jetzt ausschließlich gut, weil eBay kümmert sich ja um seine Kunden. Okay, sehr schön. Also Sie haben mit Aktienkursen halt gehandelt, ne? Weil Amazon ist ein Aktien. Wie ne? Na, bei eBay mit Schlüpfer. Die mit den Bremsspuren geht am besten weg. Okay, denn nun haben Sie selber gehandelt oder mit einem Berater? Nee, bei eBay gibt es keine Berater, das muss man da alles alleine machen. Okay, denn also Sie haben selber gehandelt, das ist ja sehr schön. Aber ja. Hier anbieten wir für die Kunden auch einen Berater, so einen Experten, die Ihnen helfen will, zum Nachrichten, was in der Markt passiert und wo Sie am besten Profite erschaffen können. Und ja, Sie haben ja schon Erfahrung in diesem Bereich. Und Sie werden uns sehr gut mit dem Broker verstehen, da bin ich ja sicher. Und Sie haben auch den Probezeit, also Sie werden uns erstmal testen, wie wir arbeiten, wie viel Profite Sie erschaffen können und so alles. Und euer Kapital wird nicht riskiert, weil Sie werden so einen Willkommensbonus oder so ein Kapital, das ist nicht auszahlbar, sondern nur uns zu testen. Also euer Kapital wird nicht riskiert. Die ersten Trades werden mit unserem Bonus eingesetzt und am Ende sie werden gar nichts verlieren. Aha. Ja, so läuft das. Und naja, ich glaube, sie können gute Profite erschaffen. Weil wir haben in Oktober auch den Halloween und viele Leute werden bei eBay kaufen und bei Amazon werden viele kaufen und sie können Profite erschaffen davon. Simsalabim. Wie bitte? Simsalabim. Was heißt das? Na, so wie man das gesagt hat. Wie bitte? Blubberwasser. Also, haben Sie mich jetzt verstanden? Also, was halten Sie davon? Gefällt es Ihnen oder gefällt es Ihnen nicht? Verstanden habe ich dich, mein Betthupferl. Wie bitte? Ich habe dich verstanden, mein Betthupferl. Okay, denn. Und was halten Sie jetzt? Wie finden Sie das? Ja, da bekomme ich Fracksausen. Wieso denn? Weil ich mag es nicht, die Leute zu betrügen. Leute zu betrügen? Wieso denn? Ja, wenn man anderen Leuten was wegnimmt. Ich nehme eure Geld nicht, weil hier läuft es alles unter dem Gesetz. Also, das wird eure Konto sein, eure Geld. Naja, aber wenn man Gewinn macht, dann muss doch irgendeiner was verlieren. Also, im Leben
gibt es gar nichts ohne zu riskieren. Also im Leben, man muss auch riskieren, um etwas zu profitieren. Ist ja herzallerliebst, dass sie uns hier erzählen möchte, dass das hier alles unterm Gesetz läuft. Nee, tut's nicht. Denn die machen hier einfach, was sie wollen. Es fängt ja schon damit an, dass der Anruf selbst hier schon nicht legal ist. Denn ich hab's nicht erlaubt, dass ich angerufen werden möchte. Nur weil ich meine Telefonnummer auf der Webseite von denen vielleicht hinterlassen habe oder in irgendeiner Werbung, berechtigt das noch lange nicht die unzähligen Anrufe, die dann danach eben hier eintrudeln. Ja, und dann solche Leute da an der Leitung sitzen. Ich find's immer wieder interessant. Tja, die gibt sich ja jetzt hier wirklich Mühe, um sich um Kopf und Kragen zu reden. Aber mehr ist es halt auch tatsächlich nicht, als dass sie sich hier um Kopf und Kragen redet. Denn alles, was sie da so zusammenblubbert, ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Also nicht mal, wenn man den irgendwo noch suchen möchte, den Sinn. Es ist einfach schlichtweg Blödsinn, was sie hier alles erzählt. Aber Sie müssen auch wissen, wir handeln in der Markt nicht riskant. Also wir handeln mit sicheren Investitionen und, naja, um gute und kleine Profite zu erschaffen. Sie werden euer Konto haben, das ist gleich wie ein Bankkonto. Sie müssen das ja auch wissen, weil Sie haben ja schon Erfahrung. Das wird euer Konto sein mit eurem Namen, Nachname und wo Sie können schauen, euer Kapital, eure Profite und alles. Und niemand hat Zugriff auf Ihrem Konto eigentlich. Aha, das haben Sie aber gut verkasebertuckelt. Hallo? Ja, hallo? Ja. Entschuldigung, der Leitung war weg. Was haben Sie gesagt? Ja, ich habe gesagt, das haben Sie gut verkasebertuckelt. Wieso denn? Denken Sie so? Naja, ist doch was Gutes. Ja, das ist etwas Gutes eigentlich, weil wir machen das nicht einfach so umsonst. Wenn das schlecht wäre, dann würden wir das nicht machen. Ja, nichts ist umsonst. Ja, also... Soll ich Ihnen das so... Umsonst, da muss man ja auch Geld an der Seite schaffen. Und wenn man das nicht macht, dann kommt man ja da einfach in so ein Loch geschlüsselt. Also, da haben wir verschiedene Kontotypen an. Also, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Also, es kommt drauf, mit welcher Summe Sie anfangen möchten. Entweder mit einem Bronze-Konto, Gold-Konto oder VIP-Konto. Also, das ist ja kein Problem. Kann man da auch in Hüftgold investieren? Ich habe Ihnen nicht gehört. Nochmal bitte? Hüftgold. Hüftgold? Ja. Also, der Bronzekonto ist mit 250 Euro, Goldkonto ist mit 500 und ein VIP-Konto ist 1000. Also, Sie entscheiden selber, mit welchem Summe Sie anfangen möchten. Aber erstens, es ist nicht so, dass Sie eurem ganzen Kapital einsetzen werden bei dem Trade, weil Sie werden nur 3 Trades pro Tag einsetzen und naja, das kostet so ungefähr 5 Euro oder 10 Euro pro Trade. Also das heißt ungefähr 20 Euro zum Beispiel oder so etwas. Also euer Kapital wird nicht alles eingesetzt, also nicht riskieren oder, ja. Moment, jetzt gerade ein Brummer gegen mein Nasenfahrrad geflogen, bitte, das muss ich mal kurz putzen. Wie bitte? Hallo? So, jetzt haben wir wieder den Durchblick. So, also dann soll ich das jetzt nochmal testen oder wie? Und wie lange kann man das da testen? Also, eine Woche bis 10 Tage, Sie haben Probezeit. Sie werden es schauen, wie wir in dem Markt operieren lassen und wie viel Profite Sie erschaffen können. Wenn Sie zufrieden sind, dann machen Sie weiter und wenn nicht, dann können Sie jederzeit zurücktreten und ja. Ja. So funktioniert das. Was halten Sie davon? Probieren kann man alles erstmal. Ja, so denke ich ja mal auch eine neue Erfahrung zu haben, weil Sie haben ja auch selber gehandelt, aber mit einem Expert, das ist besser, ne, weil unsere Experten haben ja 20 Jahre Erfahrung in diesem Bereich, ne, und naja, Sie haben gute Strategie, um Geld zu profitieren. Ja, wenn ich bei Kaufland an der Fleischtheke stehe, dann koste ich auch immer erstmal vorher von der Bettbälle, weil... Und wenn das geht zum Kosten, kriegt man das auch immer alles gratis. Kommt immer durchs Sortiment. Wenn ich fragen darf, wie alt sind Sie denn?
Ich bin 29. 29? Ja, also schon ein kleines bisschen reifer. Okay, dann. Was werden wir jetzt machen? Na, testen, dachte ich. Testen? Und mit welcher Summe denn möchten Sie anfangen? Ja, weiß ich nicht, was haben Sie denn da für eine Summe zum Testen? Ich habe Ihnen das am Anfang gesagt, Sie können mit einem Bronzekonto anfangen mit 250 Euro, mit einem Goldkonto von 500 Euro oder mit dem VIP-Konto mit 1000 Euro. Sie entscheiden selber, mit welcher Summe Sie einsteigen wollen. Ja, weiß ich nicht. Nimmt man dann natürlich gleich die große, wenn man das damit erstmal testen kann. Wie bitte? Ja, dann nimmt man erstmal das große, wenn man das damit testen kann. Also, mit dem großen Summe meinen Sie, wollen es testen? Wenn Sie sagen, das kann man testen, dann teste ich das mit der großen Summe. Also, ich würde Ihnen eigentlich empfehlen, mit einem kleineren Summe zu anfangen, wie zum Beispiel 250 Euro. Wenn Und warum? Weil Sie werden es einfach testen. Und wenn Sie zufrieden sind, dann können Sie mit einem größeren Summe dann anfangen lassen. Aha. Ja, ich sage das Ihnen für das Beste, ne? Weil Sie testen es mit einem kleinen Kapital, Sie werden es schauen, wie es läuft und wie das funktioniert. Und wenn Sie wollen, danach Sie können mit großen Summen anfangen zu handeln und so mehr Profite zu erschaffen. Also Sie wollten es uns ja erstmal testen lassen. Ich habe Ihnen mit 250 Euro gesagt, aber am Ende, das ist eure Entscheidung, mit welcher Summe Sie anfangen möchten, ne? Also auch, wenn Sie jetzt hier nicht gleich die dicke Summe haben möchte und mit 250 Euro zufrieden ist und ja, von dem großen Paket abgeht, ja, das hat hier einfach nur was wieder mit Augenwäscherei zu tun. Denn die möchte eigentlich nur, dass ihr jetzt noch gewillter seid, Geld einzuzahlen. Denn wenn sie sich hier großzügig zeigt und gar nicht so gierig angeblich, dann soll das vielleicht Seriosität vorgaukeln. Ich weiß es nicht. Aber auch 250 Euro für überhaupt nichts an Gegenleistung ist viel Geld. Denn das hat die nette Betrügerin ja hier nur ein Telefonat gekostet. Ja, und 250 Euro die Stunde ist schon nicht schlecht, würde ich jetzt mal behaupten. Denn, naja, eins ist klar, wenn ihr das Geld einzahlt, ist es lediglich weg, aber nicht auf euer Trading-Konto platziert. Denn das existiert ja nachher gar nicht. Das erzählt man euch hier nur. Ja, da, wenn man sich dafür das Große zum Probieren mal austesten kann, dann nehme ich natürlich das Große. Ja, auch mit 1000 Euro oder mit 500 Euro, Sie können uns testen. Das ist ja kein Problem. Also, das ist alles gleich. Nur die Summe ist anderes, ne? Aber die Arbeit ist gleich. Ja, dann nehme ich ja gleich das Große, weil wenn die Arbeit die gleiche ist, dann macht ja das. Warum soll man denn weniger nehmen? Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, denn also für die Kunden wie eigentlich ich würde Ihnen empfehlen, mit einem kleineren Summe zu anfangen und zu testen. Aber wenn Sie wollen noch mehr, dann fangen Sie mit mehr an. Das ist ja kein Problem. Also, ja. Mit welchem Summe denn haben Sie gehandelt vorher? Also Schlüpfer verkaufe ich meistens für 30 Euro. Wenn Sie bitte? Vor drin ist mit 50 Euro. Mit 50 Euro. Ja. Oh, okay, 30 bis 50 Euro. Okay, alles klar. Das ist ja kein Problem. Also, was werden wir jetzt machen? Was wollen Sie eigentlich machen jetzt? Soll ich Ihnen das zeigen? Unsere Plattform oder? Haben Sie einen Computer oder ein Handy, wo ich Ihnen das konkreter zeigen kann? Auf welche Frage soll ich denn jetzt zuerst antworten? Ja, was wollen Sie machen jetzt? Na, testen. Testen? Ja. Okay, dann mit welchem Kapital möchten Sie anfangen? Na, Sie haben doch da gesagt, da gibt es ein großes Paket zum Ausprobieren. Wie bitte? Sie haben doch gesagt, dass es da ein großes Paket zum Ausprobieren gibt.
Ja, das große Paket ist mit 1000. Ja. Okay. So, alles klar. Und wie möchten Sie diese Transaktion machen? Was für eine Zahlungsmethoden haben Sie denn? Braucht man sowas? Ja, also um eure Konto zu aktivieren. Verstehe ich nicht. Also Sie haben schon Erfahrung in diesem Bereich und das funktioniert eigentlich so, oder? Bei eBay, da stelle ich meine Schlüpfer rein und dann kriege ich Geld auf mein Konto. Und dann schicke ich das per Post weg. Per Post? Ja. Sie machen per Post das? Ja. Machen Sie das nicht mit einem Kreditkarte, Visa oder Masterkarte? Nee, mit Selbstabholung biete ich nicht an. Da weißt du doch gar nicht, was da nachher für Pusebucke kommt. Also, wir haben eigentlich die Möglichkeit, mit einer Kreditkarte, Visa oder Masterkarte die Einzahlung zu machen oder per Bankdaten mit Online-Banking. Wie kriegt man denn da sowas oder wie funktioniert das? Wie bitte? Kriegt man denn da sowas oder wie funktioniert das? Also, ich werde Ihnen zum Beispiel die Bankdaten schicken und Sie haben den Online-Banking, diese Applikation von der Bank in eurem Handy. Und Sie können das mit dem Handy machen bei dieser Applikation da und ja, das ist alles. Oder mit einem Kreditkarte, Visa oder Mastercard. Ich bin jetzt nicht. Aber da wird im Hintergrund geklatscht, hat da einer Querluft gezogen oder ist da... Wie bitte? Ja, hat da einer Querluft gezogen oder hat sie vom Ende wieder im Hintergrund? Also es ist ein bisschen laut zu dieser Zeit, weil jemand von unserem Büro hat einen Geburtstag. Ach so. Ja. Ja, Entschuldigung, wir sind ja auch Leute hier und wir haben Kollegen in der Arbeit. Sie ich habe auch manchmal Geburtstag. Ja, wann ist es euer Geburtstag? Meiner? Wann haben Sie Geburtstag? Ich habe am 18.07.94. Okay, alles klar. Eine Sekunde? Es ist ein bisschen laut, ne? Das tut mir leid. Wie ich Ihnen gesagt habe, jemand hat Geburtstag von bei unserem Büro jetzt gerade. Ja. Ja, okay. Kann ich Ihnen vielleicht ein bisschen später anrufen? Warum? Weil hier ist es ein bisschen laut und vielleicht kann ich Ihnen ein bisschen später anrufen, wenn es für Sie passend ist. Und ich muss auch etwas bei der Finanzabteilung fragen für Sie. Etwas Besonderes für Sie zu machen, weil ich wollte so gern mit Ihnen arbeiten. Ich wollte sagen... Aber ich habe Sie doch jetzt am Telefon. Wie bitte? Ich sagte, ich habe Sie doch jetzt am Telefon. Ja, Sie haben mich am Telefon, aber ich muss bei der Finanzabteilung nachfragen. Ja, dann warte ich so lange. Aber das dauert ein bisschen. Ja, aber nicht, dass nachher ein Wurmloch kommt und dann ist nachher der Wetterfrosch weg. Wie bitte? Ja, ich sagte nicht, dass ich nachher in ein Wurmloch falle und dann bin ich weg. Nein, nein, das glaube ich nicht. Also, verstehe ich jetzt nicht. Ich habe Sie doch jetzt am Telefon. Ja, Sie haben mich jetzt. Eine Sekunde, es ist sehr laut. Eine Sekunde. Ja, du fährst die ganze Zeit schon. Ja, und dann hat die nette Mitarbeiterin aus diesem sehr zuvorkommenden Callcenter direkt aufgelegt. Eigentlich wollte sie ja sich gleich wieder melden. Ist nicht passiert. Sie wollte hier wohl wieder was verkaufen und hat dann gemerkt, dass das wohl nicht funktioniert. Und hat dann das Gespräch so möglichst höflich noch beenden wollen. Oftmals haben wir ja hier Beleidigungen und kleine Ausraster von der Gegenseite aus dem Callcenter. Ja, die hier hat sich mal, einfach dünne gemacht, sagen wir es mal so. Tja, Betrug bleibt das Ganze hier trotzdem, denn wenn ihr da euer Geld investiert, dann ist es einfach weg. Tja, da holt man nichts raus. Da kann man kein Geld verdienen. Hier wird man auch nicht reich.
Es ist einfach nur traurig, dass es solche Maschen gibt. Von daher teilt sehr gerne die Videos mit allen Menschen, die ihr kennt, damit niemand aus eurem Umfeld auf sowas drauf reinfällt. Grundsätzlich muss man aber auch eins noch sagen, es sind natürlich nicht nur die Ausländer, die hier die Bösen sind. Man kann das auch gar nicht so pauschalisieren, denn die Hintermänner, die kommen oftmals tatsächlich sogar direkt aus Deutschland. Und das führen einfach nur quasi billige Arbeitskräfte im Ausland eben durch, diesen Betrug. Von daher, tja, ich will nicht sagen, dass die Mitarbeiter hier selbst Opfer sind, denn sind sie ja nicht, sie sind ja Betrüger, aber unterm Strich, ja, sind die auch am Ende der Nahrungskette und haben gar nicht mal so viel davon. Die stecken sich natürlich nicht selbst das Geld in die Tasche, sondern einfach nur in die Tasche der vermeintlichen Firma. Und die ist manchmal größer, als man denkt. Und oftmals sind es tatsächlich Deutsche bzw. in Deutschland Lebende, die das Ganze organisieren. Schon Wahnsinn. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben, falls ja. Wer möchte, sieht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr auch in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtet. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.